ein bisschen im boxerischen sowie im, ich sag mal, rein boxerischen Bereich, aber auch im Striking-Bereich, im Wettkampfbereich, also auch Pointfighting-Bereich, wenn wir uns aufhalten. Wir fangen an. Beinarbeit. Und zwar fangen wir mit einem Shuffle an. Shuffle heißt, ich werde von vorne nach hinten, das heißt, bin in der Auslage, denk dran, Schulter breit, halber Schritt. Und hier arbeite ich von vorne nach hinten schön auf. Hände sind oben. Ja, und ich arbeite, die arbeite ich jetzt 2 Minuten aus. Ja, 2 Minuten bleibe ich auf der Seite. Links steht vorne. Ja, einmal von der Seite. Links steht vorne. Und wir arbeiten. Hände bleiben oben, auch wenn die schwer werden. Ja, schön von vorne nach hinten. Ja. Schön von vorne auf hinten. Arbeiten wir auf. Ja. Locker. Ja. Drehen müsst ihr noch nicht. Drehen geht jetzt tatsächlich nur darum, ja, für euch, dass ihr locker aufarbeitet. Schön locker. Ja. Schön locker bleiben. Schön locker aufarbeiten. Ja, Hände auf. Hände hoch. Müsst ihr nicht ganz zum Kopf nehmen. Hier reichen wir die erstmal. Sehr schön. Beine ein bisschen auslockern. Easy. So. Noch ein bisschen Pauschen. Wichtig. Ja, Übung ist wichtig. Ganz viel Beinarbeit. Das heißt, ob man jetzt Seilchen springt oder jetzt im Shuffle ganz viel macht, ist wichtig, um eine gewisse Geschwindigkeit zu kriegen. Das heißt, wenn ich arbeite, dass ich nach hinten rausarbeite, so viel nach vorne rausarbeite. Ja. Andere Seite müssen wir noch machen. Also rechts steht vorne, wir arbeiten wieder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne und ab geht's. Schön locker. Hände nicht da. Hände sind da. Und schön locker. Schön locker. Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Ja. Andere Seite, genau. Ihr, wie gesagt, müsst noch nicht drehen, damit ihr nur seht, ja, aus jedem Winkel, wie das aussieht. Ja, andere Seite. Okay. Schön easy. Ausschütteln. Wunderbar. Die Päuschen. Ausschütteln die Beine. Ja, gut. 5 Sekunden noch. So, wir bauen in den Shuffle, bauen wir einmal einen Schlag. Das heißt, wir gehen in die Normalauslage. Also für mich normale Auslage, ich bin Rechtshänder, dementsprechend steht links vorne. Links geht raus, das heißt beim Shuffle jedes Mal arbeitet vorne der Arm raus. Ja. Auf geht's, 2 Minuten und los geht's. Ja, 2 Minuten, jedes Mal arbeitet vorne der Arm. Arbeitet raus. Ja, schön locker. Schön locker. Ja, schön locker arbeitet. Der Arm raus. Ja, hier noch nicht mit drin. Dann jetzt nur zum Ansehen. Immer nach vorne. Geht der Arm raus.
bitte raus. Ja, immer nach vorne. Ja. Schön locker raus. Die andere fällt nicht runter, die liegt nicht da. Die ist da oben. Schön rausarbeiten. Schön lang raus. Schön lang. Ja. Ja, denk dran, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Zunehme. Ja, ich schule ein bisschen Koordination dabei, dass ich wirklich weiß, jo, da gehe ich nach vorne raus, ja, ich stehe, ich arbeite nach vorne raus. Nicht zu verwechseln übrigens damit, wenn ich jetzt einen harten Schlag durchführen würde, würde ich das aus einer statischeren Position durchführen. Ja. Das heißt, jetzt sind wir hier, wenn ich hier raus schlage, ist das eher so dieser Point-Fight-Bereich, das heißt, ich will den Schlag antäuschen, oder andeuten, dafür kriege ich einen Punkt. Der wirklich einen Wirkungstreffer erzielen will, wird eher, wenn er gearbeitet hat, wird er stehen, ja, und schlagen, damit man da viel kinetische Energie, ja, vom Boden, ja, über eine kinetische Kette durch den Körper in das Ziel führt. Ja? Aber ob jetzt dafür, dass ich einen Wirkungstreffer erzielen will oder ob ich nur einen Treffer erzielen möchte auf den Punkt, also keinen Wirkungstreffer, ist für beide Richtungen ganz vorteilhaft. Einfach deswegen, dass man die Beine dabei verbessert. Ja, Explosivität aus den Beinen wird einfach damit verbessert. Wir kommen nochmal darauf zurück, auf die Beine. Das heißt, wir gehen nochmal in den Shuffle. Ja. Wir gehen nochmal in den Shuffle, denk dran, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Wir gehen in den Wechsel. Ich erkläre kurz den Wechsel. Ja, das heißt, der Wechsel wird über die Mitte durchgeführt. Ja, ja, in zügig würde das aussehen. Bumm. Ja, Wechsel, bumm. Ja, Wechsel, bumm. Ja, bumm. Denk dran, Hände sind nicht da. Schön hoch, bumm. Ja, arbeiten. Auch hier, die Hände sind in dem Bereich, sind die da unten. Ist eher so für den Pointfighter, also nicht der Wirkungstreffer, sonst wäre er nach oben. Jetzt aber für die Beinarbeit eher uninteressant. Ja, wir konzentrieren uns gerade auf die Beinarbeit, also das ist mal uninteressant. Ja. Das heißt, wir fangen an und ab ins Skipping. Ja, ins Skipping und wechseln. Und wechseln. Shuffle, Entschuldigung. Ja, und wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Und wechseln.
wechseln. Er möchte ein bisschen auf links bleiben. Bisschen auf links bleiben. Sehr schön. Und weg. Und wir bleiben ein bisschen auf rechts. Ja, schön auf rechts. Und weg. Gut. Und wir bleiben noch ein bisschen auf links. Schön locker. Und weg. Wuppa. Und weg, komm. Und weg. Gut. Wir wechseln miteinander. Weg. 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 Sehr schön. Weg. 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 Sehr schön. Weg. 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 Und die Beine ein bisschen auslockern. Sehr schön. So. Wir werden konjunktiv ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, das, was wir eben einzeln gemacht haben, sprich immer dann nach vorne, bei dem nach vorne, also Gewicht nach vorne zu verlegen und dann der Punch nach vorne raus auf der Seite, machen wir jetzt wechselseitig. Das heißt, ich möchte gerne, wir sind da, wir wechseln, Punch. Ja, wechseln, Punch. Ja, wechseln, Punch. Ja, wechseln, Punch. Ja. Prinzip, denke ich, verstanden. Fangen wir gleich einmal an. Noch einmal ein bisschen die Beine auslockern. Sehr schön. So, 5 Sekunden geht's los. Schon mal fertig werden. Und los geht's. Punch, wechseln. Punch, wechseln. Punch und 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 wechseln. Ja? Punch und wechseln. Punch und wechseln. Punch und wechseln. Ja? Punch und wechseln. Punch und wechseln. Sehr gut. Punch und wechseln. Punch und wechseln. Punch und wechseln. Ja, Punch, wechseln. Punch, wechseln. Los geht's, komm, komm. Und selbstständig. Und los, boom. Und los, wupp. Und los. Hauptwechsel, nicht auf einer Seite bleiben, ne? Raus und ich wechsle wieder. Raus und ich wechsle wieder. Raus und ich wechsle. Ja, raus und ich wechsle. Raus und wechsle. Raus und wechsle. Ja, raus, wechsle. Raus, wechsle. 30 Sekunden. Raus, wechsle. Raus und wechseln. Raus, ja, wechseln. Sehr schön. Raus und wechseln. Wo ich jetzt ein bisschen intensiver aufschlagen. Ja, also bam, ja, und wechseln. Ja, bam, und wechseln. Ja, bam, und wechseln. Ja, bam, sehr schön. Komm, komm, und wechseln. Bum. Sehr schön. Und stopp. Aber ein bisschen wieder ausschütteln. Sehr gut. Locker. So, wir bleiben im Shuffle, bewegen uns im Shuffle. Das heißt, wir arbeiten aus dem Shuffle, ja, Ebene, seitlich, seitlich. Ja, ich gebe an, seitlich, vor, zurück. Ja. Also seitlich habt ihr gerade gesehen. Ja, nach vorne, nach hinten. Ja. Ich gebe an, wohin. Ja. Ganz locker. Wir gehen wieder in die normale Auslage für euch. Sprich, der Rechtshänder geht wieder mit links nach vorne. Der Linkshänder geht wieder mit links nach hinten.
Ja, 5 Sekunden. Und wieder hoch. Nach rechts. Oh, nach links. Nach rechts. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Jawohl. Vorne auf der Stelle. Auf der Stelle. Nach rechts. Nach links. Nach hinten. Nach vorne. Nach rechts. Nach links. Und wieder auf der Stelle. Sehr schön. Nach hinten. Nach vorne. Nach rechts. Nach links. Und auf der Stelle. Sehr gut. 20 Sekunden noch. Nach hinten. Nach vorne. Rechts. Rechts. Noch rechts. Links. Nach hinten. Nach vorne. Und locker auf der Stelle. Sehr schön. Und die Beine haben auslockern. Ganz easy. Sehr gut. 5 Sekunden noch, dann wechseln wir die Auslagen. Ja? Das heißt, rechts steht vorne bei mir. Rechts Hand nach vorne. Und los geht's. Start. Gleiches Spiel. Wir gehen wieder rechts, links. Ja? Also links, rechts. Nach hinten, nach vorne. Ja. Ja, wieder stehen, schön im Schatten. Ja, nach rechts. Nach links. Nach vorne. Nach hinten. Vorn. Und wieder in der Stelle. Auf der Stelle ganz locker. Ja, nach rechts. Nach links. Hoppa. Nach vorne. Nach hinten. Und Stelle. Sehr schön. Ganz gut. Ja, nach rechts. Nach links. Nach vorne. Nach hinten. Und locker auf der Stelle. Die letzten 10 Sekunden von der Übung. Locker noch auf der Stelle. Hände nicht fallen lassen. Im Brusthügel bleiben sie. Ganz easy Arbeit. Ja. Sehr schön. Bisschen aus. Ja. Bisschen auslockern. Ganz easy. Sehr schön. So. Ich möchte den führenden Schlaghand geschlagen haben. Das heißt, wir bleiben natürlich in dem Bewegungsmuster des Shuffles. Ja, heißt, wir arbeiten. Bei führenden Schlaghand heißt das. Ja, ich höre auf, 1, 2. Und wieder in den Shuffle. Ja, stehen, 1, 2. Shuffle. Ja, stehen, 1, 2. Jetzt kommen wir eher in den Bereich des Wirkungstreffens. Ne? Das heißt, wir arbeiten nicht mehr hier, ne, aus der Bewegung, sondern wir bleiben stehen, arbeiten raus, ja, um mehr Energie halt durch diese kinetische Kette meines Körpers in den Gegner zu führen. Ja. So, das war's. Auf geht's. Und Shuffle. Und Tap. 1, 2. Und wieder ein Shuffle. Und Tap. 1, 2. In Shuffle. Und Tap. 1, 2. In Shuffle. Denk dran vom Kinn. Ne? Das heißt, wir bleiben stehen, Hände gehen hoch, ja, und vom Kinn arbeite ich hin raus. Ja? Und dann. Ja, 1, 2. Und wir arbeiten. Hey, Deckung geht hoch. 1, 2. Und wieder arbeiten. Ja, hey. 1, 2. Jawohl. Ja. Hey, Deckung geht hoch. 1, 2. Sehr schön. Und wir arbeiten. Hey, Deckung geht hoch. 1, 2. Sehr schön. Hey, 1, 2. Mehr Frequenz. Hey, 1, 2. Sehr schön. Hey, 1, 2. Komm, komm. Hey, 1, 2. Sehr schön. Hey, 1, 2. Und wieder schaffen. Locker. Jawohl. Und hey, 1, 2. Und wieder einschaffen. Hey, 1, 2. Sehr schön. Hey, 1, 2. Und. Sehr schön. Letzte Übung, die wir noch machen, ist, ne, Shuffle wieder Auslagen verkehrt. Das heißt, die rechte fängt an, links kommt hinterher. Machen wir aus dem Grund, meine kognitiven Fähigkeiten auf meiner guten Seite werden nun mal besser, wenn ich die schlechte auch trainiere. Ja, da gibt es gesplittete Meinungen zu. Ich bin der Meinung,
Ja, wenn ich ganzheitlich, also auch die andere Auslage, die nie so gut werden wird, wie die, die ich halt gewohnt bin, aber wenn ich die auch trainiere, wird auch die gute Auslage für mich besser. Ja, und komme ich mal in eine missliche Situation, wo meine Auslage sich geändert hat, wo ich vielleicht trotzdem daraus arbeiten muss, habe ich es schon mal gemacht. Ja? Das heißt, wir arbeiten wieder hinschaffen. Aufwärts, ja? 1, 2. Auch da geht erste Deckung hoch, dann fange ich an zu arbeiten. Ja? Hä? 1, 2. Und komm. Und hä? 1, 2. Sehr schön. Schön durch. Und hä? 1, 2. Ja? Und hä? 1, 2. Ja? Auch auf der anderen Seite ist die Deckung wichtig, ne? Hä? 1, 2. Sehr schön. Denk dran, hä? Deckung hoch. 1, 2. Ja? Irgendwann hat er los. Hä? Ja, 1, 2. Und ab. Hey! Ja, 1, 2. Locker arbeiten. Hey! Ja, 1, 2. Ja, schön. Hey! 1, 2. Und weiter. Hey! Ja, 1, 2. Und locker. Ganz easy. Schon geschafft. Ja, die Runden könnt ihr ja, individuell für euch länger oder kurzer machen. Wir haben jetzt so knapp eine Minute oder zwei Minuten Runden gemacht. Ja, könnt ihr drei, vier Minuten auch machen, je nach, ja, nach Fitness, wie ihr gerne möchtet. Ja, oder einfach das Programm durch. Da schwitzt man auch ein bisschen an.